Holy shit, das ist ein richtig edles Teil. Das ist ein richtig edles. Was zur Hölle? Hallihallöchen zusammen und willkommen zum Spendenupdate des Monats Mai im Jahre 2020. Ja, wieder erwarten hat sich doch einiges angesammelt. Und ja, was wir hier eingesendet bekommen haben, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wie bereits gesagt, Spendenupdate, diesmal der Monat Mai. Wieder erwarten ist doch einiges hier eingetrudelt tatsächlich. Und es sind insgesamt 4 Spenden von 3 unterschiedlichen Leuten. Die hier ist vom lieben Daniel. Die hier war, glaube ich, vom Fabian. Ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher, es tut mir wirklich leid. Und diese beiden sind vom lieben Kevin. Ja, meine Freunde, ich möchte anfangen mit den Bonus-Packs vom lieben Kevin. Warum will ich damit anfangen? Weil ich nicht weiß, was drin ist und es nicht mehr aushalte. Oh, ja, seit, ich glaube, einer Woche liegen die bei mir rum und mir kitzelt es in den Fingern. Und er fragt auch schon die ganze Zeit, hast du schon aufgemacht, hast du schon aufgemacht? Deswegen vermute ich da, dass da irgendwas Besonderes drin sein muss. Sonst würde er wahrscheinlich nicht so nachhaken, das tut er nämlich sonst nicht. Und wir machen das jetzt mal auf, beziehungsweise ich öffne mal den Kleber, weil das ist nämlich richtig mit Tesa verklebt. Das öffne ich mal kurz auf Cam und dann schauen wir uns die ganzen Packs an und sparen uns dementsprechend das Gepule im Video. So, die Dinger sind offen. Ach, fast. Gut, und was war nochmal Bonus 1? Hoppla, bleib hinten stehen. Ich glaube, das genau Bonus 1. Schauen wir uns zunächst mal den Bonus 1 an, gucken, was er uns hier mitgeliefert hat. Und ja, so, na schauen wir mal, okay, das ist ein dicker Stapel, das ist wirklich ein dicker Stapel, so, na gucken wir mal, oh, das ist Super Parallel Rare aus der 20th Anniversary Box tatsächlich, ich weiß gar nicht, waren da Holos garantiert, ich glaube nicht, ne, war das ein Only Holo Set, das weiß ich gerade nicht, weil hier so viele dabei sind, oh, Instant Fusion, das ist natürlich immer gut. Okay, also das scheint mir alles so ein bisschen aus dem Set hier zu sein, habe ich das Gefühl. Da sind natürlich diese ganzen Moviepack-Karten wieder am Schlüssel, die wir schon mittlerweile so oft gesehen haben. In unzähligen Reprints. Wisst ihr, was es noch fehlt? Ein Ultimate Rare hier Moviepack-Set oder ein Ghost Rare Moviepack-Set und hast du nicht gesehen, ne? Apropos, für alle die schon das neue japanische Ghost Rare gesehen haben, wie findet ihr das denn? Ich habe es noch nicht selbst in der Hand gehalten, tatsächlich. Keine Ahnung, ich habe es auf Bildern gesehen, auf Bildern sieht es halt richtig fett aus, so. Aber selber, also die Ultimate Rare, die neue, die habe ich mir jetzt, ich glaube, bereits gezogen in dem Rise of the Duelist Opening. Ah, die Ghost konnte ich halt leider Gottes nicht ziehen. Was willst du machen an der Stelle? trotzdem, ich bin halt wirklich, also ich werde mir die demnächst mal ranholen. Ein, zweimal einfach mal so zum Test. Jetzt kommt ja dann auch der neue Ra raus. Angeblich soll der noch in dem alten Ghost Rare sein, aber man weiß ja nie, ich persönlich traue der Sache nicht so. Ich glaube, der wird auch im neuen sein. Ich meine, wieso sollten sie in den Hauptsets ein neues Ghost einführen und in den Nebensets das alte lassen? Okay, das ist auf jeden Fall cool gewesen. Von den Karten hatte ich nämlich noch gar keine. Das heißt, jetzt habe ich hier schon mal einen sehr, sehr coolen, ich sag mal, Grundstock, wenn man so will, an Karten. Und ich habe das auch eben aufgeruppt, jetzt klebt das wieder. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. So. Ho, ho, ho. Mega schön. Schaut euch das mal an. Das hier, meine Freunde, ist was richtig Cooles. Und zwar gab es eine, auch so eine 20th Anniversary Box. Ich glaube, da war Palladium Orakel Mahat als 20th Anniversary Secret Rare als Promo drin, wenn mich nicht alles täuscht. Und 3 Packs vom Volume Pack 1. Sie haben das Volume Pack 1 nochmal neu aufgelegt. Und was soll ich sagen? Die Printqualität ist sogar die alte. Also nicht nur, die haben nicht nur das Layout wiederhergestellt, sondern die haben auch tatsächlich den Druck nachgeahmt, so von der ganzen Qualität her, mega cool. Woran erkennt man das übrigens? Die Original-Volume-Packs hatten hier unten kein Auge von Anubis, ja, das ist tatsächlich das Merkmal, dass das Reprints sind, dementsprechend, aber das ist ja mega cool. Das ist ja mega cool, Leute. Alter Vater,
Saugeil. Saugeil. Wisst ihr was? Das sind Highlights, die legen wir uns tatsächlich mal raus. Die will ich hier mal hinlegen. Sehr schön. Alter Vater. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir einen Schweigsamen Schwertkämpfer Level 3. Und zwar in Millennium Rare. Also im nackten Millennium Rare ohne irgendeinen anderen Holo-Effekt. Ach, MB1. Genau, das ist das Deck, wo damals die Gold Millenniums rauskamen. Ne? Ist das das? Ach, das sind alles Karten aus dem Deck. Okay. Also da war es so, es gab halt 6 Millennium Gold Rares und, hä, was ist das? Ne, der gehört nicht dazu, der ist wieder aus diesem 20th Anniversary Ding. Okay. Hat er wohl falsch sortiert. da waren tatsächlich alle Karten in diesem Millennium Rare und 6 Karten waren halt in diesem Gold Millennium Rare. Das waren die Götterkarten, Geschwisterbund, Auslöschen und diese Summoned Lord Exodia, also diese komplette Exodia, die wir da in den Legendary Decks bekommen haben. Ja, sehr cool, sehr cool. Auch die sind sehr hübsch. Von den ganzen MB01 Sachen habe ich auch erst, ich glaube, keine Ahnung, von jedem so 4-5 Stück. So, und jetzt kommen wir zum Booster, zum Bonus 3. Da ist jetzt recht wenig drin. Wahrscheinlich hat er keinen Platz mehr gehabt. Würde ich jetzt einfach mal pauschal behaupten. Wie machen wir das denn jetzt? So, machen wir es mal so. Oh, schau sich das mal einer an. Mega cool. Alter, Vater, der Led... Alter. Alter, schaut... Jetzt mal ohne Witz, Leute. Ohne Witz. Ohne Witz, Leute. Guckt euch das mal an. Schaut euch mal diese Condition an. Hier unten hat er was. So einen kleinen Strich, so einen kleinen Mini-Knick. Falls ihr das sehen könnt hier. Aber ansonsten ist diese Karte so top vom Zustand her. Als wäre sie frisch aus dem Booster gezogen. Kein Kratzer auf dem Bild, nix. Das ist der Flammenschwertkämpfer aus dem japanischen Legend of Blue Eyes White Dragon. Bei denen ist ein Ultra-Rare rausgekommen. Bei uns ist er ja die Super geworden. Sehr schön. Also die Karte gebe ich definitiv nicht mehr. Auch wenn sie durch diese Falte hier an der Seite nicht mehr für die offizielle Sammlung zu gebrauchen ist, kommt die auf jeden Fall in meine Privatsammlung. Holy shit, das ist ein richtig edles Teil. Das ist ein richtig edles... Was zur Hölle? Der hat mir eiskalt eine Collectors Rare mitgesendet. Ey Leute, guckt den... Alter Vater, schaut euch das mal an und... Ja moin, dann geht's gleich weiter. Ja, was ist denn da los? Alter! Einfach mal cool. What the fuck? Die ist auch nicht billig. Die geht auch so zwischen 7 und 10 Euro. Alter! Ey, mega nice. Mega nice. Holy shit. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Ey, ich werd nicht mehr. Cyberdrache nächster als Collector's Rare. Habe ich einmal selber gezogen, dann habe ich mir letztens einmal gekauft. Psst, kleiner Spoiler, die Folge habt ihr noch nicht gesehen. Und jetzt haben wir hier auch noch. Holy shit. Als Bonus, mega nice. Alter Vater. Und da war gleich die nächste. Alter. Alter, das ich krieg zu viel, ohne Witz. Ohne Witz. Es ist einfach... Alter, das reißt ja gar nicht mehr ab, da haben wir ja gleich die nächste. Was zur Hölle? Wisst ihr, was da liegt? Also für so eine Collector's Rare, ja, die geht noch... Also Collector's Rares gehen, egal, selbst wenn sie nicht viel wert sind, immer so 2-3 Euro auf jeden Fall. Und hier in Deutschland würdest du generell, wenn du Bock drauf hättest, sag ich mal, sowieso mehr dafür kriegen, allein schon wegen der Rarität. Also das ist voll richtig heftig. Das ist voll richtig heftig. Also mega schön. Ohne Witz. Ja, genau, da geht's gleich weiter. Ah, wir haben offensichtlich ein ganzes Pack voll mit Collectors Rares. Alter Schwede, ist das geil. Alter Vater. Oh, geil, Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie die Karte heißt, aber das war eine Super Rare bei uns, die nicht mal schlecht war. Aber Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Oh, die haben wir gleich zweimal. Die haben wir gleich zweimal bekommen. Sehr cool. Alter Schwede, ich... Was? 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 Alter! Holy shit! Hey, ich werd nicht mehr... Nein! Hat er nicht gemacht!
Hat er nicht gemacht. Holy shit. Ach du Kacke, das ist die neue Holographic Rare aus Rise of the fucking Duelist. Holy shit. What the heck? What the heck, Alter? Okay, jetzt werden sie alle denken, was? Was regt er sich so auf? Geht die Karte 500 Euro? Nein, die geht in 10er, aber... Alter, das ist... Alter, das ist... Dafür habe ich nichts bezahlt, Leute. What the fuck? What the fuck? Ich muss jetzt hier mal eine kurze Pause einlegen. Ich will mir mal diese Rarität off-cam ein bisschen anschauen. Und auch wenn es für Spenden-Updates nicht üblich ist, werde ich hier einen Beauty-Shot einfügen. Hier gibt es einen Beauty-Shot zu dieser Karte, damit ihr diese Rarität mal in voller Pracht genießen könnt. Ja, Leute, ich bin immer noch komplett platt. What the fuck? Ich habe mir die Rarität mal angeguckt. Und ich muss sagen, diese Rarität ist unglaublich cool. Das will ich erstmal vorweggreifen. Auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich diese Rarität wunderschön. Und ihr ganzer Effekt, speziell wenn man sie so hält, sieht auch sehr geistermäßig aus, sage ich mal. Aber ich muss sagen, ich bin enttäuscht, dass sie die alte Ghost dafür aus dem Portfolio genommen haben, weil es hat mit einer normalen Ghost nichts mehr zu tun. Also du hast zum Beispiel keinen holographischen, keinen 3D-Effekt mehr auf der Karte. Du hast halt dieses extrem, ja fast schon Ghost Ultimate Rare aussehende Finish auf dem Monster. Aber mit einer Ghost Rare hat das so an sich nichts mehr zu tun, ne? Trotzdem mega cool. Was ich auch geil gefunden hätte, wäre, wenn sie die Ghost einfach so gelassen hätten vom Bild her und die Ränder auch als Ghost gemacht hätten. Das habe ich mir schon länger mal eingebildet. Das wäre mega cool. Oder die Ränder hier, diese ganzen Rahmen und so Ultimate Rare und oder auch Teile des Monsters als Ultimate Rare und den Rest als Ding, aber das ist wahrscheinlich nicht umsetzbar und sauteuer im Druck, ne? Alter, saugeil. Ohne Witz, jetzt müssen wir aber weitermachen, sonst werden wir hier nicht mehr fertig. Alter Vater. Ja, machen wir weiter mit der Spende vom lieben Fabian, müsste es gewesen sein. Es tut mir leid, wenn du nicht der Fabian warst, aber ich könnte schwören, dass der Typ Fabian hieß. Mein Gedächtnis ist, ach, vergiss das einfach. Das kommt halt einfach davon, wenn das Zeug wochenlang rumliegt, ne? Gut, also, wir haben hier eine Spende gekriegt, hier hinten haben wir so einen kleinen Pulkstapel, den schauen wir uns dann ein bisschen schneller an, aber da sind auch ein paar sehr sahnige Sachen bei. Zum einen zum Beispiel der Verdammniskaiserdrache hier in Ultimate Rares Crossroad of Chaos, die gibt's natürlich auch auf Deutsch in der Rarität, das heißt, ich weiß nicht, ob ich die in die offizielle Sammlung stecken werde. Wo er auf jeden Fall hinkommt, ist meine Privatsammlung, weil der ist halt wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand und sieht halt einfach wunderschön aus in diesem Ultimate Rare Print, sehr cool. Dann haben wir Cyanide Mining, die ist eigentlich auch ganz cool, das Problem ist nur, die hat hier oben leichtes Silvering, aber die wird auch meine Privatsammlung kommen. Das ist tatsächlich eine etwas teurere Dual-Overload-Karte. Ging zuletzt so um die 6-7 Euro in etwa. Das ist aber schon eine Weile her, dass ich den Preis nachgesehen habe. Dennoch ist das auf jeden Fall ein mega, mega krasses Highlight. Übrigens der Verdammniskaiserdrache auch. Was lege ich denn überhaupt zur Seite? Mega schön. Und die will ich auch rauslegen. Also das ist auch wirklich eine sehr coole Sache. Dann haben wir den Geisterbildhauer. Der ist auch wirklich in einem super Zustand, abgesehen von diesem kleinen Punkt hier oben, was ihn halt für die offizielle Sammlung unbrauchbar macht. Aber auch in meiner Privatsammlung wird der Platz finden, weil das ist tatsächlich meine Lieblings-Ultra-Rare aus Rising Rampage. Ich weiß nicht, ist das nicht sogar der Meistermönch da hinten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der sieht eigentlich dem Meistermönch recht ähnlich aus The Lost Millennium. Aber selbst wenn nicht, sieht halt wirklich oldschool aus, das Teil. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Das hätte auch eine Karte aus Labyrinth of Nightmare oder so werden können. Mit einem anderen Finish, versteht sich. Sehr cool. Und dann haben wir hier auch einen Exkutiersprecher. Finde ich auch cool. Die Karte geht zwar null, aber es ist einfach eine sehr schöne Ultra Rare. Und die Coverkarte von Extreme Force gibt es ja in Japan auch als Alti und Ghost Rare, wo sie extrem nice aussieht. Ist im Allgemeinen sehr unbeliebt, die Karte. Vom Design her finden alle Potten hässlich. Da gab es ja auch, glaube ich, eine Matte zu, die sehr unbeliebt ist. Aber ich persönlich mag den eigentlich ganz gerne. Ich mag eigentlich die ganzen Sprecher und ich finde halt die Farbgebung cool in Kombination mit dem Layout halt, mit dem blauen Layout sozusagen. Dann haben wir einen tiefäugigen weißen Drachen aus dem Moviepack, unter Terror Erzfeind Bogenschützin aus dem OTS Tournament Pack. Dann in Gold Rare Libic, Grimm Tatze des brennenden Abgrunds und auch sehr schön an der Stelle
den hier schwarzen Rosendrachen in Gold Rare. Ihr wisst, ich bin kein Gold Rare Fan, aber es gibt tatsächlich einige Karten, die mir in dieser Rarität gefallen. Sogar ein bisschen mehr als Karten, die mir in Gold Secret gefallen, aber das sind trotzdem wenige und zu ihm passt das. Zu ihm passt sogar dieses moderne, kitschige Gold Rare, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat aber auch sehr viel mit seinem Kartenlayout zu tun. Ich finde, dieses Gold Rare passt hauptsächlich zu Synchro-Monstern. Ja, sehr schön. Legen wir jetzt aber mal nicht raus. Ja, und dann haben wir halt noch ein bisschen Bulk von ihm gekriegt. Da gehen wir jetzt einfach mal schnell drüber. Und ja, ich habe die natürlich alle schon eingehüllt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt recht viele Hüllen über. Das ist zum Beispiel auch cool. Slifer the Sky Dragon. Ach, weißt du was, den legen wir raus. Der ist zwar nicht viel wert, aber es ist halt einfach ein Slifer. Obelisk lassen wir mal da, den Slifer auch. genau. Hier hat er zum Beispiel auch ein paar schöne Shortprints drin. Und auch die eine oder andere Karte, die tatsächlich recht spielstark ist, aber halt momentan nicht besonders viel geht. Dementsprechend habe ich das Ganze mal zum Bulk dazugelegt. Genau. Sehr schöne Sachen bei. Zum Beispiel hier die doppelte Evolutionspille. Ich weiß nicht, wie viel sie aktuell geht, aber zu dem Zeitpunkt, als ich sie von ihm bekommen habe, war sie halt auch noch so bei keine Ahnung, 10 Cent oder 20 Cent oder so. Und wir wissen ja, wie das bei BLLR gelaufen ist, wo die Karte in Secret rauskam. Da hat sie ja auch erst ist sie nix gegangen und dann auf einmal ist die hochgeschossen ohne Ende. Genau. Und ja, sind auf jeden Fall coole Sachen mit bei. Ich meine, die Artworks aus dem Set, speziell von den neuen Karten, gefallen mir ja generell gut. Er ist zum Beispiel richtig Shortprint gewesen, dieser himmlische Ritterlord Parzath. Den haben wir ja schon vor einiger Zeit aus dem Link Reigns Pack gesehen. Da habe ich den ja in Super Rare bekommen. Ojama Kaiser ist auch mega cool. Ist so ein kleiner Insider zwischen mir und meinem Arbeitskollegen. Abgrundschauspieler mag ich ja ganz gerne. Also es ist wirklich, es sind halt schöne Karten dabei gewesen. Das ist halt mehr, also es ist halt schön, ne? vom Design her so. Ne? Aber ihr braucht nicht nachfragen, da ist nichts mit viel wert bei. Weil immer wieder, wenn ich Spenden-Openings mache, kriege ich danach die Frage, war das viel wert, war das viel wert? Nein, in der Regel ist es das nicht. Ja, machen wir mit etwas weiter, was mir wirklich Magenschmerzen verursacht. Kommt übrigens vom selben guten Dude wie auch hier der schöne Ghost Rare und Collectors Rare Auszug, wenn man so möchte. Und zwar war der auch beim Einkauf dabei und er hat mir etwas mitgeschickt, das ich für meine Ausstellung benötige, es aber persönlich nicht leiden kann. Es ist widerlich, es ist einfach nur widerlich. Und die Leute, die mich kennen, werden schon wissen, worum es vermutlich gehen wird. Und ja, ihr habt recht, es geht um ekelhaft Rush Duel. Ja, also, ja, Rush Duel ist halt so eine Sache. Wie das Game an sich ist, keine Ahnung, das können die Spieler entscheiden, darum geht es mir nicht. Mir geht es um das Layout der Karten. Ich finde dieses Layout, es ist einfach furchtbar. Es ist einfach furchtbar und nein, es ist nicht Gewöhnungssache. Also definitiv nicht. An Link musste man sich gewöhnen. An Pendulum musste man sich gewöhnen. Daran kann man sich nicht gewöhnen, weil das sieht aus, als hätte Match Attack schlichtweg die Artworks geändert. Ja, also das ist, wie bereits gesagt, ich habe schon oft genug darüber diskutiert, es ist einfach ein ekelhaftes Design. Ja, wie kitschig das einfach ist hier mit dem grünen, mit dem blauen Defense-Feld, dem roten ATK-Feld, so richtig funky, kitschig, hier mit dem Level-Zeichen, wo eine 7 drin steht und das sieht so kacke aus und allein schon der ganze Kasten hier, ja, als wären einige so, ja, da ist das Bild größer, das ist voll Knorke. Und Full Arts wollte ich ja eh schon immer haben und das kommt dem am nächsten. Ja, ich aber nicht. Ich will das alte Yu-Gi-Oh! Haben. Ich will das Karten so aussehen. So nicht anders. Gefällt Yu-Gi-Oh! Hat so zu bleiben. Und jetzt gibt es natürlich noch das Argument, ja, es ist ja ein Nebenformat und ist nicht wirklich Yu-Gi-Oh! Das ist natürlich auch korrekt. Es ist nicht wirklich Yu-Gi-Oh! Es hat allerdings mit Yu-Gi-Oh! Zu tun, wird von der Firma produziert, bliblablub. Und bedient sich auch teilweise deren Artworks. Und dementsprechend ist das für mich in irgendeiner Form auch Yu-Gi-Oh! Und ich finde es halt schade, dass sie das so gemacht haben. Ich habe mich damals schon über Speed Duel aufgeregt, aber Speed Duel ist tatsächlich heilig dagegen, so vom Design. Ich mochte ja diese Fähigkeitskarten nicht. Und jetzt wollen wir aber mal ganz nüchtern kurz die Qualität der Karte bewerten, denn auch wenn ich die Karte nicht mag, bin ich fähig, eine objektive Bewertung abzugeben. Diese Karten haben tatsächlich auch einige Vorteile, zu denen kommen wir gleich noch. Zum einen, ja, die Pappe ist natürlich die gleiche, vollkommen klar. Wir haben übrigens auch hier unten Rush Duel stehen. Ja. Und auch das Foiling ist sehr robust, also es ist eigentlich sehr hochwertig, aber es sieht billig aus. Es sieht so billig aus, Leute. Also wenn ihr das mal in der Hand halten würdet, euch würde es erschaudern, wie schlecht das aussieht. Also das ist so speckig und billig vom Finish her. Holy shit. Also ich habe auch tatsächlich
schon diese komische Rush-Duel-Rare mit diesem Ulti-Shatterfall hat Gedöns, hast du nicht gesehen. Und ja, ich habe auch schon 200-300 € für eine Rush-Duel-Karte ausgegeben. Diese Karten werde ich aber auf meinem Kanal nicht zeigen, es sei denn, sie kommen in Form einer Spende rein. Ich werde keine Einkäufe dieser Karten zeigen, weil ich das boykottiere, definitiv. Nur als Spende werden sie gezeigt, einfach um auch die Person zu honorieren, die sie mir gesendet hat. Denn es ist auch das trotzdem nicht selbstverständlich, sage ich mal. Und ja, also was soll ich sagen? Ich muss sie halt ausstellen, aber ich kotze jedes Mal, wenn ich diese Karten sehe. Auch dieses ganze... Es fühlt sich einfach billig an. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es fühlt sich billig an. Das ist wie eine schlechte... Wie so eine Fälschung. Wie so eine von Wish, weißt du? Hier aus so einem Display. So diese speckigen, schlecht folierten Karten. So sieht das aus. So ist das Finish. Und das ist halt echt übel. Das ist echt übel. Also das sieht richtig, richtig behindert aus. Tut mir wirklich leid. Da kann man nichts anderes zu sagen. So, die werde ich auch nicht rauslegen. Also keine Chance. Das ist übrigens die zweite Holo an der Stelle. Das Artwork ist, naja, es geht so. Ne? Genau, die habe ich bekommen. Ich habe auch letztens noch Speed-Duell-Karten eingekauft für 25 €. Da wird es aber auch nichts zugeben. Und ja, das hier sind jetzt so die Comments, die hier dabei waren, Comments und Rares. Und ich muss sagen, und hier kommen wir noch zu einem weiteren positiven Punkt, es gibt sehr schöne Artworks tatsächlich. Es gibt tatsächlich Karten, die ein unglaublich schönes Artwork haben, aber es bringt halt nichts, wenn das Layout nicht stimmt. Und dazu gehört zum Beispiel er hier, der gefällt mir wirklich sehr gut vom Design her. Es gibt sehr viel, was wieder oldschool wirkt, natürlich auch altbekannte Artworks, vollkommen klar. Ja, das, keine Ahnung, was das schon wieder soll. Das Artwork hier finde ich zum Beispiel mega nice. Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie so ein Monster aus dieser Rush-Duel-Serie, ne? Ja, und hier werden halt natürlich auch die allseits bekannten Artworks sozusagen, ich würde mal sagen, so 3D-mäßig bearbeitet, dass die noch ein bisschen anders aussehen, so irgendwie, ja, 3D-mäßiger halt, und dann werden sie halt hier gereprintet und ja, das ist, glaube ich, Funken oder so, also ja, das finde ich zum Beispiel ganz cool vom Designer. Ich weiß gar nicht, ob es die als normale Yu-Gi-Oh!-Karte gibt oder nicht, bin ich mir gerade gar nicht sicher, könnte aus MFC oder so sein. Und ja, aber... Das ist, glaube ich, Land oder Berg oder wie die Karte heißt, auch mit überarbeiteten Design. Und ja, was soll man sagen, so das Artwork ist zum Beispiel auch wunderschön, so, na, aber es passt halt einfach nicht. Ich mag das Layout nicht und es gibt einfach, also wisst ihr Leute, müsst mich auch verstehen können, die Leute, die vielleicht Rush Duel mögen, ich mag halt einfach gleichbleibende Dinge. Ja, ich würde zum Beispiel niemals Pokémon sammeln, weil sich da das Layout ständig ändert. Ja, das ist einfach nicht meins. Ich will was Gleichbleibendes haben und ich will keine Full Arts und ich will auch nichts, was in Richtung Full Art geht und ich will auch nicht, dass das Bild ungefähr 80% der kompletten Karte einnimmt. Ich will, dass Yu-Gi-Oh! Das bleibt, was es ist. Dass es zumindest, selbst wenn die Artworks schon so Transformer-mäßig sich ja im Laufe der Zeit entwickelt haben und diesen rauen Flair verloren haben, dass zumindest das Layout so bleibt. Ja, also das zu sehen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das tut mir wirklich im Herzen weh. Ne? Also das ist wirklich grauenvoll für mich. Das ist unglaublich grauenvoll. Das ist Vergewaltigung des Spiels in meinen Augen. Ja, dann haben wir noch eine letzte Spende. Die vom lieben Daniel, das ist die hier. Da haben wir halt ein bisschen Bulk bekommen. Ein paar schöne Sachen, die man halt, ja, die ich halt einfach in die Sammlung aufnehmen kann, um so ein bisschen die Masse aufzustocken, sage ich mal. Wobei ich hier tatsächlich noch die Quali kontrollieren muss. Ich habe hier nämlich ein paar Karten mit Silvering gesehen, bedauerlicherweise. Und ja, also, da sind schöne Karten aus BLRR dabei oder halt auch aus dem Megapack sind auch schöne Sachen bei. Und ja, ist ganz nett auf jeden Fall. Also. So, ja. Danke an alle Spender an der Stelle im Übrigen. Mega cool. Also wir wären am Ende der heutigen Spendenfolge. Ich muss sagen, speziell der Anfang war ja richtig übel. Also der war ja richtig übel. Ich muss mir das gerade nochmal anschauen. Holy shit, ist das geil. Ohne Witz. Ich liebe diese Rarität. Also Wahnsinn. Das sieht einfach wahnsinnig aus. Ne? Also wirklich, mir hat die Folge sehr, sehr gut gefallen. Der wird auch relativ bald direkt den Magnethalter wandern. Den werde ich nicht lange wegsortieren. Ja, wir sehen uns dann zu einem weiteren Spenden-Update im Juni, oder Ende Juni, wenn in dem Monat überhaupt Spenden reinkommen, wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.